Die Häuser am Kuckuck werden verkauft. Die Immobilienfondsgesellschaft Arsago hat am Kuckuck das Handtuch geschmissen. Sie war angetreten, das Problemquartier aus der sozialen Schieflage herauszuführen. Nach Angaben der Stadt gibt es aber bereits einen Nachfolger. Auf der Website des Unternehmens heißt es, wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit umfangreichem Wohnungsbestand in Hannover und Hildesheim. Jetzt kommt also auch Hameln dazu. Verkauft hat hier die Arsago. Sie trat 2017 mit einem Vorsatz an, das Viertel zu einem Quartier zu entwickeln. Doch nun ist Schluss und jemand anderes übernimmt und der Wunsch, alle Häuser am Kuckuck zu sanieren, bleibt nun für den neuen Eigentümer. Der sagt übrigens, wir sehen viel Potenzial in diesem Wohngebiet. So zumindest informierte der Miteigentümer Tommy Haag das Ganze in einer Pressemitteilung.